Wir begrüßen Sie recht herzlich zur ersten Berufsboxveranstaltung im Jahr 1989, den 6.1. In den Ring sind gerade getreten, in der roten Ecke Dritmer Jandrik aus Jugoslawien, in der roten Ecke Rambo Onguin aus Berlin. Dritmer Jandrik vom 16. November 1988 noch allen gut bekannt, wo er den Berliner Silvio Mickler in der ersten Runde ausnockte. Rambo Onguin pausierte über ein Jahr als Profi und kam jetzt nach einem Gespräch mit dem Manager Michael Pohl wieder zurück in den Berliner Boxring, um ein Comeback zu starten. Als Ringrichter fungiert in diesem Kampf Frank Reiche, selbst ehemaliger Berufsboxer mit langjähriger Erfahrung. Als Ringrichter selbst ist er ein ziemlicher Newcomer in seinem zweiten Ansatz bei einer Berufsboxveranstaltung heute. Ringfrei, Runde 1. Zwei versuchte Körperhaken, die aber jetzt nicht getroffen haben. Silvio Mickler ließ sich am 16. November relativ überraschen von Dritmer Jandrik, dem er wohl nicht so viel zugetraut hat und der ihm dann ins offene Messer gelaufen ist. Schöne Rechte jetzt von Jandrik, das wohl eine seiner stärksten Waffen sein dürfte. Rechte traf nicht, knapp vorbei am Kopf von Rambo Onguin. Aber die Rechte hat wieder gesessen. Rambo Onguin in der Rechtsauslage. Schöner linker Haken jetzt von Rambo Onguin. Schöne Rechte jetzt von Dritmer Jandrik. Rambo Onguin sollte doch mehr auf die Deckung achten und versuchen, weniger mit Gewalt ans Ziel zu kommen. Da war der Handschuh noch mit zwischen. Dadurch natürlich nicht so eine Wirkung, wie er sich es gewünscht hätte. Dürfte doch zu bemerken sein, dass ihm die einjährige Ringerfahrung fehlt. Die Angriffe sind mehr hineingesprungen, als sie dahin gegangen. Schöner linker Haken jetzt von Dritmer Jandrik und zur Leber. Ja, so wie es hier in der ersten Runde aussieht, versuchen wohl beide nicht nach Punkten zu gewinnen, sondern einen vorzeitigen Sieg zu erzielen. Wieder zur Leber von Jandrik. Schöner linker Haken und gleich die rechte hinterher. Und Ende der ersten Runde. Ja, nach meinem Geschmack ist dieser Kampf bis jetzt sehr ausgeglichen. Beide schenken sich nichts. Hier im Bild sehen Sie gerade den Veranstalter, Herrn Michael Pohl. Er wird mit dieser Veranstaltung heute sicherlich sehr zufrieden sein. Die Halle ist voll. Vielleicht haben wir ausverkauftes Haus. Das werden wir etwas später erfahren, wenn die Pressemeldung durchgeht. Ringfrei zur vierten und letzten Runde in diesem
ja, kämpferisch sehr starken, boxerisch doch sehr schwachen Kampf. Ja, beide machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie versuchen es nur mit der Brechstange. Von dritten Randweg moniert Ringrichter Frankreich. Ja, viele von diesen Schlägen gehen vorbei oder auf die Deckung oder sie sind mit der Innenhand geschlagen. Nicht leicht für die Punktrichter hier ein objektives Urteil sich zu bilden. Kämpfer jetzt doch etwas müde. Und wieder diese hereingesprungene linke Hand, die nicht trifft. Rambo angehen, guckt jetzt etwas ratlos in seine Ecke. Hält wieder fest. Ja, nach über ein Jahr Pause wird ihm wahrscheinlich die Distanz jetzt von 4 Runden doch etwas schwer fallen. Haken wieder von Trittmeier Andreck. So, Mönchen sieht jetzt doch sehr müde aus. Versucht immer wieder zu halten im Infight. Kombination jetzt von Drittmeier Andreck, der aber auch nicht das boxerische Können mitbringt, um dieses auszunutzen. Da ist der Kampf zu Ende. Ja, die vierte Runde leicht an Drittmeier Andreck. Nach meines Erachtens würde ich in diesem Kampf ein Unentschieden geben. Aber warten wir ab, was die Ringrichter dazu sagen, die Punktrichter. Hier das Urteil in diesem Kampf. Ja, der Berliner hat dann doch gewonnen. Helmut Slomke, der Trainer von Drittmeier Andreck und sein Manager, regt sich darüber auf. Ja, es war sicherlich keine leichte Entscheidung für die Ringring- und Punktrichter. Helmut Slomke, der Manager und Trainer von Drittmeier Andreck, fordert ein Unentschieden. Sicherlich wäre auch dieses Urteil gerecht fertig gewesen, aber die Ringrichter haben sich nun mal anders entschieden. Im zweiten Kampf des heutigen Berufsboxabends stehen sich gegenüber in der roten Ecke Mirsad Mahmutovic, Jugoslawien, in der blauen Ecke Andy Marx aus Berlin. Andy Marx boxt heute in seinem zweiten Kampf wieder in der Hasenheide. Am 16. November hat er hier sein Debüt gegeben als Profiboxer und hat dort einen recht guten Kampf gemacht und nach Punkten gewonnen. 16 Profi. Ringfrei, Runde 3. Ja, wenn Mirsad Mahmutovic diesen Kampf noch gewinnen will, dann wird er sich jetzt etwas einfallen lassen. Allzu viel Zeit wird ihm ja nicht mehr bleiben. Der Kampf ist angesetzt auf 4 Runden.
Und so wie es aussieht, weiß er das. Am Anfang dieser dritten Runde macht er also gleich von Anfang an mehr Dampf. Und schöner linker Haken jetzt, aber halb mit der Innenhand geschlagen. Dadurch nicht so große Wirkung bei Andy Marx. Es scheint so, als wenn Mirza Mamutovic jetzt in der dritten Runde doch einiges umdrehen will. Ja, kurz einzublenden, Nurmet Mamutovic hat bisher 16 Profikämpfe bestritten. Andy Marx an den Kopf von Nurmet Mamutovic. Andy Marx hält jetzt fest. Er müsste mehr mit der langen linken Hand boxen, seinen Gegner beschäftigen, um den Weg freizumachen für die Rechte. Wieder ein linker Haken an Andy Marx Kopf, aber alle Hände von Mirsad Mamutovic sind doch mehr mit der Innenhand geschlagen und haben so kaum eine Wirkung. Andy Marx jetzt in dieser dritten Runde nicht mehr so überzeugend wie in den anderen beiden Runden. Er lässt sich zu sehr den Kampf von Mirsad Mamutovic aufzwingen und kassiert so unnötig viele Treffer. Bringt einfach zu wenig Hände, um diesen Kampf positiv zu beeinflussen. Wobei Mirsad Mamutovic jetzt am Anfang dieser dritten Runde doch ein kleines Feuerwerk losgelegt hat und auch ein paar gute Treffer dabei landete. Andy Marx hält wieder fest. Und bringt immer nur noch Einzelschläge. Das ist der Fehler bei ihm in diesem Kampf. Andy Marx jetzt am Seil. Diesmal zwei gute Treffer von ihm. Komm mal ein bisschen rennen, Andy. Und Ende der dritten Runde, die diesmal an Mirsad Mamutovic geht. Andy Marx muss also in der vierten Runde noch einen draufpacken, um hier nicht in seinem zweiten Profikampf die erste Niederlage zu erleben. Fight zur vierten und letzten Runde in diesem Halbmittelgewichtskampf. Andy Marx muss jetzt doch noch einen draufpacken. Mirsad Mamutovic hat die dritte Runde für mich klar nach Punkten gewonnen. Und greift auch in dieser vierten Runde wieder an, wie im Anfangs der dritten Runde. Aber Andy Marx geht jetzt nach. Hat jetzt mit der rechten schön getroffen, bringt jetzt 4-5 Hände und das wird wohl der Ausschlag in diesem Kampf sein. Derjenige, der mehr Hände bringt, wird auch gewinnen. Das war der Fehler in den ersten drei Runden von Andy Marx. Er hat einfach zu viel Einzelschläge an den Mann gebracht. Schöne Kombination jetzt wieder von Marx. Wenn er doch etwas müde in dieser vierten Runde scheint. Marx sollte ruhig ein wenig mitfighten. Jetzt hält er fest. Komm, Andy, mach jetzt ein bisschen mal. Komm weiter. Ja, beide Gegner sind jetzt doch müde. In dieser vierten und letzten Runde. Die Schläge sind nicht mehr so genau und nicht mehr so sauber. Aber jetzt wieder eine schöne linke und rechte von Andy Marx.
Beide Kämpfer, das sieht man wohl jetzt sehr deutlich, sind sehr müde. Beide schlagen viel vorbei. Wieder ein Schlag ins Leere von Mursat Mahmutovic. Der Dampf ist raus. Beide Kämpfer wären zufrieden sein, wenn der Kampf zu Ende ist. Die Konditionen lässt doch noch etwas zu wünschen übrig. Und der Kampf ist zu Ende. Durch diese vierte Runde wird der Punktsieger heißen Andy Marx aus Berlin, der zum Schluss dann doch noch etwas Probleme mit der Luft bekam. Ja, Helmut Slomke möchte einen Unentschieden haben. Im vorherigen Kampf hätte ich ihn dazu gestimmt. An diesem Kampf glaube ich, dass der Mann gerecht verloren hat. Und hier das Urteil. Das Kampfgericht entscheidet unentschieden. Ja, leider in diesem Kampf ein Unentschieden. Für mich hat in diesem Kampf Andy Marx doch noch Punkte gewonnen. Er hat einfach die besseren und sauberen Treffer gehabt. Aber das war wohl die Revanche für den ersten Kampf, wo der Berliner Türke Engin Rambu gewonnen hatte. Ja, der Jugoslawe, würde ich sagen, ist gut bedient mit diesem Unentschieden, wobei Andy Marx hier doch einmal in Sieg gebracht wurde. Den vierten K.O.-Sieg feiern kann, oder ob Bernd Kulle ihm einiges entgegensetzen kann und vielleicht ihn sogar besiegen kann. Zur sechsten und letzten Runde. Ja, Werner Papke, der in der Ecke von Jura Demikan steht, muss das Wasser noch ein wenig abtrocknen. Ja, Jura Demikan wird jetzt natürlich in dieser letzten Runde versuchen, seinen Gegner noch vorzeitig zu besiegen. Sollte er seinen Stil beibehalten, glaube ich nicht, dass ihm dieses gelingen wird. Ja, Bernd Kulle hält jetzt fest, der Ringrichter moniert. Ja, die Kampfesphase von Jura Demikan ist einfach zu einfältig. Er macht von der ersten bis zur letzten Runde immer dasselbe. Und da kann sich natürlich auch ein schlechterer Gegner drauf einstellen. Jura Demikan hat sich anscheinend damit abgefunden, den Kampf über die volle Distanz zu gehen. Jede Rechte kommt von außen, kommt nicht Mitte in die Mitte gerade hinein. Und Bernd Kulle wankt. Am Ende dieser letzten Runde wankt er doch noch einmal. Jura Demikan geht hinterher. Bernd Kulle geht zurück. Und hält fest, ja, was soll er anderes machen? Boxerisch kann er da nichts entgegensetzen. Konditionell und kräftemäßig ist er am Ende. Tja, was Ralf hier nicht sah, Bernd Kulle verlor seinen Mundschutz. Jura setzt jetzt alles auf eine Karte, aber wie schon gesagt, alles zum Kopf, der ganze Körper ist frei. Bernd Kulle braucht bloß die Arme hochzuhalten und so ist es natürlich unheimlich schwer für Jura Demikan, einen sauberen Treffer anzubringen.
erste Körperhaken jetzt in dieser sechsten Runde. Bernd Kulle muss festhalten. Und da ist das Ende des Kampfes. Am Urteil gibt es wohl nichts zu rütteln. Klarer Sieger, Yoda Demikan. Bevor es jetzt losgeht, wird Ralf Rocchigiani noch ganz kurz für die HS ein Interview mit dem Gewinner machen. Bitte ein Stück zur Seite hin. Steht, bist du? Herzlichen Glückwunsch erstmal, Yoda Demikan, zu dem Sieg. Ja, danke dir. Du hast es dir doch ein bisschen schwer gemacht in diesem Kampf. Über die sechs Runden. Ich hab's einfach vorgestellt, aber ich habe das verletzte Arm gehabt und dadurch hat sich die Körper so wieder haben wollte. Ja, mir ist aufgefallen, dass du in dem Kampf relativ wenig den Körper beachtet hast. Ja. Bernd Kulle hat eigentlich nur versucht, seinen Kopf zu decken und weniger den Körper, weil er natürlich gemerkt hat, dass du auf den Körper wenig achtest und deine Rechte eigentlich auch immer ziemlich von außen kamen, sodass die Schlagwirkung eigentlich ziemlich verloren ging in diesem Kampf. Ja klar, das kannst du besser beurteilen. Du bist erfahrener. Und hast schon recht, Ralle. Ich habe schon einige Fehler gemacht, aber es ist ja auch mein vierter Profikampf. Desto mehr Kämpfe ich mache, desto besser werde ich auch. Dann muss eben alles geübt werden und gelernt werden. Also. Alles klar, Julian. Wirst du wenigstens, woran du für den nächsten Kampf arbeiten kannst. Daneben Werner Papke, sein Trainer. Werner, was sagst du dazu? Ja, ich bin auch für sich mit dem Punktsieg bin ich zufrieden, mit dem Kampf nicht. Denn er hätte hier war ein K.O. in der Luft, wenn er das richtig zum Körper, links zum Körper gegangen wäre, als Leberhaken und Doublette. Dann hätte er auch den Kampf vorzeitig gewonnen. Aber wir sehen, dass wir eben noch sehr, sehr viel arbeiten müssen. Aber ja. Auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. So, wir gehen jetzt ruf gleich, ja? Danke. Wir gehen gleich ruf, ja? Ja, wir kommen jetzt zum ersten Hauptkampf des Abends. Es geht um die deutsche Meisterschaft im Supermittelgewicht zwischen Josef Kossmann, den Herausforderer, der soeben den Ring betritt, aus Neustadt-Wied. Er hat voriges Jahr im Juli vergeblich versucht, damals noch um die vakante deutsche Meisterschaft, Mike Wissenbach, den Titel abspenstig zu machen. Damals verlor er gegen Mike Wissenbach im deutschen Meisterschaftskampf in der 9. Runde durch Aufgabe. Das Spot auf die andere Seite zum Titelverteidiger, zum deutschen Meister im Supermittelgewicht, Mike Wissenbach, der jetzt dem Ring langsam näher kommt. Mike Wissenbach hat sich für diesen Kampf viel vorgenommen. Er will seinen Sieg aus dem vorigen Jahr wiederholen. Jetzt im Ring Mike Wissenbach, der deutsche Meister. Beide standen sich vor diesen deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr schon einmal gegenüber, damals über sechs Runden, in der Mike Wissenbach knapp nach Punkten gewann, sehr viel Mühe mit Mike Kossmann hatte. Aber Josef Kossmann konnte im deutschen Meisterschaftskampf seine Leistung aus diesem ersten Kampf nicht wiederholen und wie gesagt verlor damals durch Aufgabe in der 9. Runde. Er trat in der 9. Runde nicht mehr an den Kampf an. In der Mitte des Rings liegen die Boxhandschuhe. Beide Kämpfer werden jetzt auslosen, wer welche Boxhandschuhe bekommt. Viel Beifall für Mike Wissenbach, der hier in seiner Heimatstadt natürlich den Heimvorteil durch das Publikum hat. Ganz herzlich, Ex-Europameister Gerhard Hecht.
Einige Bekannte werden jetzt hier im Ring vorgestellt, aus früherer und aus heutiger Zeit. Als erstes den Ex-Europameister Gerhard Hecht. Ja. Gerhard Hecht betritt jetzt den Ring. Als zweiter wird aufgerufen Wolf Gabbe. Dritter wird vorgestellt, der deutsche Boxweltmeister Graziano Rocchigiani aus Berlin. Ein persönliches Dach an Ralf, nächstes Mal mit mehr Euphorie. Darauf kann man stolz sein, einen Bruder zu haben, der Weltmeister ist. Und am 27. Januar wird er in der Deutschlandhalle seinen Titel erneut verteidigen. Und wenn er das dann erfolgreich schafft, was ich hoffe, von ganzem Herzen hoffe, dann wird er der erfolgreichste Profiboxer aller Zeiten in Deutschland sein. In der Deutschlandhalle gegen den Südafrikaner Sugar Boy Malinga um die Weltmeisterschaft. Als nächstes Cemtürk Özdemir, der eigentlich heute auch boxen sollte, aber eine Rippenverletzung noch auskurieren muss, nicht optimal für den heutigen Kampfabend trainieren konnte. Auch er wird am 27.01. in der Deutschlandhalle boxen. Ja, jetzt werde ich vorgestellt. Tja, und zu Ralf Rocchigiani werde ich etwas sagen. Er wird im März, wenn nichts dazwischen kommt, wird er im März um die Europameisterschaft boxen. Und ich persönlich hoffe genauso wie bei Grazi, dass Ralf sehr, sehr erfolgreich sein wird. Europameister wird, und ich bin da persönlich davon überzeugt, wenn er die Europameisterschaft erreicht, wird er auch noch Weltmeister. Aber das dazu machen wir jetzt weiter im Kampfamt in der Hasenheide Deutsche Meisterschaft. Mike Wissenbach gegen Josef Kossmann. Als Nummerngirl in diesem Kampf Martina Hase, sie zeigt bereits die erste Runde an. Beide Kämpfer gehen jetzt zur Mitte. Danke. Ja, Josef Kossmann, 1957 in Bonn geboren, 54 Profikämpfe, viele Boxkämpfe im Ausland. Verfügt natürlich über eine große Erfahrung. Hat allerdings niemals als Amateur geboxt. Ist gleich zu den Profis gegangen. Mike Wissenbach bestreitet heute seinen 14. Profikampf. Davon 10 Siege. Und wird natürlich versuchen, heute seinen 11. Sieg zu starten. Ringfreie Runde 1. Josef Kossmann in der Rechtsauslage. Vom Boxerischen hier im Vornherein schon gesagt, hoch überlegen, Mike Wissenbach aus Berlin. Josef Kossmann kann eigentlich nur gewinnen, indem er Mike Wissenbach zermürbt, ihm die Kraft nimmt und dann zum Schluss des Kampfes ihn vielleicht vorzeitig besiegen wird. Schöne Kombination jetzt von Mike Wissenbach, die aber nicht voll drauf. Schöner Leberhaken jetzt. Schöne kurze Rechte gerade zum Kopf von Josef Kossmann. Ja,
eindeutig bestimmt hier in diesem Kampf in der ersten Runde bis jetzt. Mike Wissenbach, da möchte ich überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen, wer hier der Meister am Ring ist und wer der Herausforderer. Schöner linker Haken jetzt, ein bisschen weit hergeholt, da habe ich vielleicht die Schlagwucken nicht allzu groß. Für einen 10-Runden-Kampf ein relativ hohes Tempo in dieser ersten Runde. Bin gespannt, wie beide Kämpfer dieses verkraften werden. Schöne rechte Gerade jetzt wieder von Mike Wissenbach. Josef Kossmann besinnt sich im Augenblick eigentlich nur auf die Abwehr. Wieder zwei Hände zur Leber. Und wieder ein schöner Treffer zur Leber. Diese Körpertreffer werden sich im späteren Kampfverlauf sehr bemerkbar machen bei Josef Kossmann. Ende der ersten Runde. Klar an den Titelverteidiger Mike Wissenbach aus Berlin. Josef Kossmann wird betreut von seinem Schwiegervater Helmut Slomke. Das gibt es ja nun auch nicht alle Tage. Beide Kämpfer stehen jetzt wieder ringfrei, Runde 2. Wieder ein schöner Leberhaken von Mike Wissenbach. Mike Wissenbach arbeitet doch sehr variabel zum Kopf und zum Körper und erzielt dadurch natürlich große Vorteile gegenüber Josef Kossmann. Im Augenblick ist mir eigentlich noch nicht so recht klar, wie Josef Kossmann hier diesen deutschen Meistertitel gewinnen will. Wir machen tut er bis jetzt nichts dafür. Und der erste Wirkungstreffer von Mike Wissenbach bei Josef Kossmann, der jetzt natürlich nachsetzt. In schwerem Wanken Josef Kossmann. Ja, Mike Wissenbach, das fehlt ihm jetzt im Augenblick noch. Die Abgeklärtheit, die Abgebrühtheit, um so eine Situation eiskalt auszunutzen. Aber Josef Kossmann ist immer noch angeschlagen. Ja, und er war schon kurz vorm Fallen, aber da hat er sich doch nochmal anders überlegt. Der Ringrichter zählt an. Vielleicht schon das Ende des Kampfes. Meiner Meinung nach ist das auch nicht erlaubt. Der Kampf geht weiter. Ja, kann Mike Wissenbach schon in dieser zweiten Runde den Kampf für sich entscheiden und deutscher Meister im Supermittelgewicht bleiben? Ja, Josef Kossmann sieht ihn fassungslos an, er kann es gar nicht glauben. Schöne Treffer jetzt wieder von Mike Wissenbach. Der Ringrichter zählt erneut an, Josef Kossmann doch jetzt nicht mehr fähig, sich zu verteidigen. Helmut Slomke sollte vielleicht doch das Handtuch jetzt in dieser Situation werfen. Mike Wissenbach wird jetzt aufs Ganze gehen. Nein, er drückt ihn runter. Das sollte er nicht tun, er sollte jetzt arbeiten. Da ist die zweite Runde zu Ende.
Mike Wissenbach natürlich klar im Vorteil. Josef Kostmann wird es schwer haben, die dritte Runde in diesem Kampf zu überstehen. Ja, noch mehr im Ring, das Nummerngirl Martina. Ja, vielleicht ist es das letzte Mal, dass sie jetzt in den Ring klettern muss. Denn wenn Mike Wissenbach so weitermacht, wird wohl das die letzte Runde sein in diesem Kampf. Josef Kostmann scheint mir noch ziemlich am Ende zu sein. Er ist verletzt. Auf der Nase hat er einen Cut. Was aber wohl nicht so schlimm ist. Ringfrei Runde 3. Ja, wir sind alle gespannt, wie diese dritte Runde enden wird. Mike Wissenbach muss jetzt aufs Ganze gehen. Denn er kann den Kampf in dieser Runde jetzt beenden. Josef Kostmann ist doch sichtlich angeschlagen gewesen in dieser zweiten Runde. Und wieder eine schöne Rechte. Und das wird wohl das Ende des Kampfes jetzt sein. Ja, verteidigungsunfähig steht Josef Kostmann in der Ecke. Henrich zielt noch einmal an. Unverständlich für mich. Josef Kostmann deutet an, dass sein Arm verletzt ist. Das wird wohl das Ende sein. Helmut Slomke hat das Handtuch schon in der Hand. Aufgabe Sieger in der dritten Runde und damit alter und neuer deutscher Meister im Supermittelgewicht, Mike Wissenbach über Josef Kostmann. Ich werde jetzt gleich in den Ring gehen, um ein Interview zu machen mit dem alten und neuen deutschen Meister Josef Kostmann. Das war eine kleine Panne. Natürlich heißt es Mike Wissenbach. So, ja, fangen wir an. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, alter neuer deutscher Meister Mike Wissenbach. Wie wir schon letztens beim Pressetraining festgestellt haben, ging es ja doch schneller wie letztes Mal. Also die Kondition brauchte auch nicht sein, die Gage war diesmal höher. Alles klar, ja. So sieht es aus. Ich habe mich diesmal ein bisschen intensiver vorbereitet, weil es in den 10 Runden heißt. Letztes Mal hatte ich auch noch eine Fußverletzung, die ich jetzt so ein bisschen ausgerührt habe, jetzt während meiner Vorbereitung. Also ich ging es mir wieder mit Berg auf Kondition, ich konnte wieder optimal laufen. Das hat er sich auch nachgeben, bin ich vorhin so stark. Ich habe viel Rechte geübt, weil ich ja früher hatte gar kaum eine Rechte geschlagen. Heute bringst du mehr als früher, also insofern bin ich also besser vorbereitet letztes Mal. Ne? Ich habe wohl gesehen, dass du diesmal also relativ viel zur Leber geschlagen hast. War das so ein kleiner Geheimtipp von irgendwo? Ja, Ralf, den hast du mir damals mal eben auf der Leber. Hat zwar einen Timdorf nicht 100% gehabt, aber heute hat es geklappt. Ich habe gemerkt, dass er beim ersten Schlag schon einmal kurz gezuckt hat. Ich dachte, da kannst du nur nachsetzen, da kannst du da oben noch weiterziehen. Ne? Ja, das ist so eine richtige Einstellung. Ja, neben mir der Besiegte, Josef Kostmann, schönen Dank, dass du noch für ein kleines Interview hier geblieben bist. Ja, was sagst du zu dem Kampfverlauf? War ja doch ziemlich überraschend, dass es dann doch so schnell ging. Habe ich nicht mehr gerechnet. Wir haben auch gut drauf vorbereitet. Ja, er hat gut getroffen. Er ist der Bessere und hat gewonnen. Ja, trotzdem schönen Dank, dass du noch einen kurzen Moment geblieben bist. Herzlichen Glückwunsch auch an deinen Trainer Mike, Siggi. Die Zusammenarbeit hat sich also gelohnt, ja? Ja, so wie wir es schon besprochen hatten, dass er aggressiver wird. Technisches Boxen hat er ja drauf, bloß der ganze Stil hat sich ein bisschen geändert, weil er jetzt auch seine Chance sucht und ist auch wohl, hat man wohl gesehen, schlaghärter geworden. Ja, hat man gesehen. Also viel Erfolg für deine weitere Laufbahn, vielen Dank, tschüss. Tschüss. Schönen Dank. Chef, ich mach erstmal Pause, ja. Der fünfte Kampf im Leichtgewicht zwischen Mario Coco in der roten Ecke und Aytekin Okal in der blauen Ecke aus Berlin ist angesetzt auf 6 Runden. Nein, Entschuldigung, wie ich vom Ringsprecher eben höre, ist der Kampf auf 4 Runden nur angesetzt. Ringfrei, Runde 1. Über Mario Coco kann ich Ihnen eigentlich gar nichts sagen. Er wirkt aber sehr austrainiert. Aytekin Okal, 4 Kämpfe als Profi bestritten, davon 3 Siege. Seine einzige Niederlage fügte ihm Peter Konigwatsche bei in der Deutschlandhalle im Rahmenprogramm eines Weltmeisterschaftskampfes. Peter Konigwatsche, Silbermedaillengewinner von Los Angeles, war ein sehr harter Prüfstein. Aytekin Okal verkaufte ich damals sehr gut und unterlag ehrenvoll nach Punkten. Aytekin Okal guckt
Er belauert seinen Gegner. Er hätte Kinoka in seinem letzten Profikampf hier in der Hasenheide überzeugte sehr, begeisterte das Publikum durch sein Kampfspiel. Kämpfte von der ersten bis zur vierten Runde und gewann klar nach Punkten diesen Kampf. Ja, wie Sie bemerkt haben, habe ich da einen falschen Namen angegeben. Es war erst ein anderer Kämpfer vorgesehen, der gegen Aytekin Okal antreten sollte, aber Ralf hat das ja gerade klargestellt. Schon in der ersten Runde Aytekin Okal, kein ausgesprochener Techniker, das ist mehr so der Kämpfertyp. Aber gerade das lieben ja viele Boxsportfreunde. Tja, was ich Ihnen jetzt verraten kann, ist, dass Sie jetzt vier ganz tolle Runden erwarten. Schöner Leberhaken jetzt und noch einer hinterher von Aytekin Okal und noch einer hinterher. Ja, Aytekin Okal geht sehr viel zum Körper hier in dieser ersten Runde. Aber dieser Mario Coco scheint einiges wegstecken zu können. Jetzt am Netz, Mario Coco fällt hinein, schlägt sehr hin, aber meist auf die Deckung. Ja, von der ersten Runde ab hier in diesem Kampf sehr hohes Tempo. Beide schenken sich nichts. Ringrichter ermahnt, festhalten. Schöner linker Haken jetzt von Mario Coco an Aytekin Okal als Kopf. Aber Aytekin Okal lässt nicht locker und da ist das Ende der ersten Runde. Leichte Vorteile für Aytekin Okal durch die klaren Körpertreffer in dieser ersten Runde. Jetzt bringt frei Runde 2. Aytekin Okal versucht gleich wieder den Kampf zu übernehmen. Greift seinen Gegner an. Schöner linker Haken jetzt von beiden getroffen. Mario Coco körperlich für dieses Gewicht sehr stark gebaut. Scheint auch einige Nehmerqualitäten zu besitzen. Und Aytekin Okal drängt seinen Gegner jetzt an die Seile. Ein Leberhaken zu Kokos Körper. Aytekin Okal hier in Berlin die türkische Kampfmaschine genannt. So boxt er hier in Berlin auch. Er bietet dem Publikum immer einen kämpferisch schönen Kampf. Er gibt das Letzte von sich. Und obwohl er mit dem Rücken am Seil steht, ist er der Mann, der hier die Aktivitäten in diesem Kampf setzt. Schöner Körperhaken jetzt. Der Coco sehr wehgetan haben muss. Und Aytekin Okal setzt nach. Er will eine vorzeitige Entscheidung in diesem Kampf. Schöner linker Haken jetzt zum und rechter Haken zum Kopf. Ah, Mario Coco fightet zurück. Schöner linker Aufwärtshaken, rechter Körperhaken, linker Kopfhaken. Ja, bahnt sich hier schon das Ende dieses Kampfes an. Und Mario Coco ist angeschlagen. Er muss angezählt werden vom Ringrichter.
Das Publikum ist begeistert von Eltike Lokal. Noch wirkt Mario Coco angeschlagen in der neutralen Ecke. Aber der Kampf geht weiter. Eltike Lokal will jetzt natürlich das Ende. Er setzt sofort nach, bringt wieder schöne Kopf- und Körperhaken an. Aber Mario Coco kämpft verzweifelt. Zwei schwere Haken, die jetzt nicht getroffen haben. Deckung hoch, Eitike! Deckung hoch! Ja, beide Fuß bei Fuß, Kopf an Kopf und Ende der zweiten Runde. Zum Schluss muss Eitike Nokal auch noch einige Treffer hinnehmen. Aber die Runde geht klar an Eitike Nokal. Dieser Kampf verspricht dem Publikum noch eine Menge Dramatik. Beide Kämpfer geben jetzt schon mal am Anfang des Kampfes das Letzte. Und ich nehme an, es wird in der dritten Runde genauso weitergehen wie die in den ersten beiden Runden. Ringfreie Runde 3. Kinoka muss die Deckung oben lassen, sonst läuft er nachher nur in einem Konter hinein. Ja, auch dieser Mario Coco ist ein Kämpfertyp. Er gibt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlagen. Aber alte Kinoka fühlt sich wahrscheinlich stärker. Schöner Aufwärtshaken jetzt von Eitike Nokal zum Kopf Mario Coco. Und Mario Coco am Anfang dieser dritten Runde wieder in Schwierigkeiten, hält fest. Eitike Nokal jetzt selber am Netz und fängt ihn schön ab. Ein schwerer Konter, den sich Mario Coco da eingefangen hat. Und wieder ein schwerer linker Haken. Raus, Eitike, raus! Beide kämpfen jetzt Kopf an Kopf. Das lieben natürlich hier die Zuschauer in der Halle. Die sind begeistert von diesem Kampf. Beide gönnen sich keine Ruhepausen. Kopf an Kopf schlagen sie auf sich ein. Beide geben alles hier in diesem Kampf. Schöne Rechte von Eitike Nokal jetzt. Muss aber jetzt selber eine linke und eine rechte einstecken. Eitike Nokal wirkt jetzt auch etwas müde in dieser dritten Runde bei diesem unwahrscheinlich hohen Tempo. Wieder eine schöne Rechte von Eitike Nokal. Und das Ende der dritten Runde. Leichte Vorteile für Eitike Nokal. Aber dieser Mario Coco ist doch kämpferisch ein sehr starker Mann. Er gibt nicht auf und kämpft bis zur letzten Sekunde. Ringfall zur vierten und letzten Runde in diesem dramatischen und spannenden Kampf. Yeah.
Schön, der linke jetzt von Marek Hoka an den Kopf von Erte Kinoka. Ja, jetzt kommt die Retourkutsche, ein schwerer linker Haken von Erte Kinoka. Koko, Klammer. Aber Ertekin muss in jeder Sekunde dieses Kampf trotzdem aufpassen. Dieser Mario Koko ist doch sehr stark. Beide schenken sich nichts. Tja, es sei mir mal gestattet, so etwas dazwischen zu sagen. Bei diesem Kampf werde ich so erinnert an Uli Junger und Adnan Özgeban. Körper! Schöner Leberhaken jetzt wieder. Schöner linker Haken jetzt von der Hette Genoka. Schöne Kombination jetzt kurz geschlagen, links zum Körper, zum Kopf. Ja, die besseren Treffer in diesem Kampf, zweifellos für Erte Kinoka. Der auch hier in diesem Kampf der Aktive war. Und zum Schluss nochmal eine schöne Trefferzahl jetzt. Und der Kampf ist zu Ende. Das Publikum ist begeistert. Beide Kämpfer haben das Letzte gegeben. Ja, Mario Koko stellt sich hier in die Siegerpose. Für mich klar vorne Erte Kinoka, der einfach die besseren Treffer hatte. Diese Show von Mario Koko wird vom Publikum hier auch mit Pfiffen quittiert. Ja, zwei, ja. Meine Damen und Herren, ganz gleich, wie das Urteil hier ausgehen wird, wir warten auf den Spruch der Kampfrichter. Ja, mit Sicherheit wollte Ralf hier gerade darauf hinweisen, dass Mario Koko einen super Kampf geliefert hat und das muss man auch mal betonen. Welcher Ringecker aus Witzen, Karl? Ja, das war jetzt ein privates Gespräch. Ja, also herzlichen Glückwunsch an Mario Koko und an unseren Aitken Okal. Das war ein super Kampf, aber es erwartet Sie noch ein Kampf der Spitzenklasse, nämlich unser Kalle Heistermann kommt jetzt nach diesem Kampf, nach der Urteilsverkündung. Für diesen Kampf. Sieger nach Hamburg. Ja, wie schon erwartet von mir, Erte Kinoka, der Sieger hier in dieser Schlacht über vier Runden. Ein gerechtes Urteil, wie ich finde. Aber beide Kämpfer haben wirklich hier ihr Letztes gegeben, haben toll gefightet. Auch ein Kompliment an Mario Koko. Beide umarmen sich brüderlich. Verbeugung fürs Publikum von Erte Kinoka. Bist du drauf jetzt oder was?
Wir kommen jetzt zum letzten Kampf des heutigen Boxsportabends und zum zweiten Hauptkampf. Mit Spot in den Ring kommt jetzt Werner Pelz aus München. Werner Pelz, 1951 geboren, hat 11 Profikämpfe, 2 davon hat er gegen Manfred Jassmann, den amtierenden deutschen Meister im Schwergewicht, bestritten, wovon er einmal nach Punkten verloren hat und einen in der 9. Runde durch K.O. Werner Pelz wird heute boxen gegen Kalle Bomber-Heistermann aus Berlin. Für Kalle soll dies eine Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft gegen Manfred Jassmann im Schwergewicht sein. Kalle bestritt bisher 7 Kämpfe, von denen er 5 gewann. Ein unterlag er bei dem Versuch, die deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht zu erringen in Düsseldorf. Und einen unterlag er im Rahmenprogramm der Weltmeisterschaft unglücklich durch Verletzungen. Er musste nach der 4. Runde den Kampf aufgeben. Im Spot sehen wir jetzt Kalle Heistermann mit seinem Trainer Werner Papke. Trainiert wurde Kalle Heistermann vor diesem Kampf von Uwe Ullmann, der heute hier als Ringrichter amtierte. Die Statuten verbieten es aber, einen Ringrichter gleichzeitig als Trainer zuzulassen. Darum musste Uwe Ullmann heute auf das Traineramt verzichten und fungierte als Ringrichter. Eingesprungen für die Sekundantenecke ist Werner Papke. Wie Sie vielleicht gehört haben, wird dieser Kampf angesetzt auf 8 Runden. Kalle Heistermann, der doch eine ganze Weile pausiert hatte, ließ sich wieder zum Boxen hinbringen und macht heute seinen Comeback-Kampf hier in diesem Ausscheidungskampf für die deutsche Meisterschaft gegen Werner Pelz. In den Ring wird gerufen Herr Kurte Katz. In den Ring wird gerufen Herr Klaus Speer. Kurte Katz übrigens einer der langjährigsten Boxsportfreunde hier in Berlin, die wir besitzen. Ihm wird heute die goldene Boxkarte verliehen. Tja, unser Klaus Speer wollte nicht in den Ring. Er sagte anschließend zu mir, naja, er war so oft schon in der Zeitung, jetzt möchte ich noch mal in der Öffentlichkeit gesehen werden. Aber ganz gleich, was Sie von dieser Szene halten, der Klaus Speer ist ein sympathischer und sehr zurückhaltender Mann. Ring frei, Runde 1.
Ja, beide arbeiten in dieser ersten Runde vorwiegend erstmal mit ihrer linken Hand, um sich zu beschnuppern. Eben kam die erste rechte von Kalle Heistermann, die aber nicht ins Ziel kam. Kalle arbeitet bis jetzt gut mit der Vorhand und oft ins Ziel. Schöne linke jetzt von Werner Pelz. In dieser ersten Runde bestimmt bis jetzt die linke Hand das Kampfgeschehen. Schöne rechte jetzt von Werner Pelz an den Kopf von Kalle Heistermann. Aber Kalle Heistermann revanchiert sich. Rechte zum Körper. Rechts-Links-Kombination jetzt von Werner Pelz. Innenhand moniert der Ringrichter von Werner Pelz. Schöne zwei linke gerade jetzt von Kalle Heistermann an den Kopf von Werner Pelz. Das wird wohl hier das Mittel in diesem Kampf sein zur Vorbereitung für die rechte Hand, die linke gerade Hand. Ende der ersten Runde. Leichte Vorteile für Karl-Heinz Heistermann durch seine linke gerade Führungshand. Bleibt abzuwarten, ob in der zweiten Runde die rechte gerade noch öfters kommt. Bald zur zweiten Runde. Zwei linke von Werner Pelz. Karl-Heinz Heistermann sollte sich doch mehr mit seiner linken Führungshand beschäftigen. Zwei, dreimal geschlagen und dann eine Kombination hinterher. Linke kommt jetzt sehr schön. Wieder zwei linke. Ja, bis jetzt bestimmt die linke Hand hier diesen Kampf. Ach, linke reicht. Linke reicht. Weiter. Weiter. Und wieder eine schöne linke gerade. Versuch von Werner Pelz jetzt mit rechts zu kontern ist gescheitert, dadurch, dass Kalle Heistermann rechtzeitig nach hinten auswich. Ja.
zweiten Runde bestimmt die linke Hand von Karl-Heinz Heistermann. Schöne Rechte jetzt, trocken rüber als Cross. Und wieder eine schöne linke und Werner Pell zeigt die erste Wirkung hier in diesem Kampf. Ja, Karl-Heinz Heistermann sollte nicht leichtsinnig werden, er sollte die Hände oben behalten. Weiter so boxen mit der linken Führhand, was er jetzt auch tut. Werner Pelz wird zum ersten Mal in diesem Kampf angezählt. Aber der Kampf geht weiter. Ende der zweiten Runde, klar für Karl-Heinz Heistermann. Wenn er bei dieser Marschroute bleibt, dann dürfte eigentlich nichts passieren in diesem Kampf. Wenn er die linke gerade schnell und gerade bringt, bestimmt er eindeutig den Kampf. Er muss nur aufpassen, dass er beim Zurückgehen die Hände eben oben hält und dafür und dann keine Angriffsfläche für Werner Pelz dient. Ringfrei, Runde 3. Immer weiter links gegen die dritte Runde. Pelz kommt jetzt mit weit ausgeholten Schwingern, die natürlich überhaupt nichts bringen. Und wieder schlägt die linke von Karl-Heinz Heistermann bei Werner Pelz ein. Die Rechte ist einfach nicht kurz genug und dadurch hat Werner Pelz immer wieder die Möglichkeit, seine Schulter im letzten Augenblick noch hochzureißen und die Rechte rüberrutschen zu lassen. Man muss die rechte Schlaghand einfach besser mit der linken vorbereiten. Ja, eine Bemerkung so ganz am Rande nur für die Journalisten. In dieser Runde. Karl-Heinz Heistermann drückt da noch ein bisschen nach. Ja, ich wollte sagen, in dieser Runde muss unser Freund Axel wohl gerade unterwegs gewesen sein in der Halle, um die Zuschauer zu zählen. Ja, diese linke Gerade wird wohl diesen Kampf hier heute entscheiden. Auch die linke Gerade zum Körper von Werner Pelz, der mir doch nicht so austrainiert aussieht, wie man es eigentlich sollte, wenn man über 8 Runden in den Ring steigt. Ein paar Fettpelzerchen um den Bauch herum und wieder eine schöne Aktion gerade von Karl-Heinz Heistermann. Zwei schöne linke Gerade jetzt wieder. Jetzt kamen die Rechte, aber wieder von zu weit außen. Wenn die Rechte jetzt noch kurz in die Mitte hineinkommen würde. Dritten Runde wieder Vorteile für Karl-Heinz Heistermann, der das Geschehen hier im Ring bis jetzt klar bestimmt. Er diktiert den Kampf mit seiner linken Führhand. Bis jetzt fehlt es noch ein bisschen an der rechten Schlaghand. Aber vielleicht in den nächsten 5 Runden werden wir diese rechte Schlaghand auch noch öfter sehen.
bei Runde 4. Tja, Caroline hat es wohl auch nicht mehr auf dem Platz gehalten. Sie konnte sich das nicht mehr mit ansehen. Sie verließ zunächst die Halle. Caroline, das ist die Frau von Karl Heistermann. Ja, und Axel zählt immer noch. Anfang der vierten Runde, Werner Pelz versucht doch etwas mehr zu tun, aber die meisten Schläge gehen dann nun doch auf die Deckung. Kalle Heistermann vernachlässigt jetzt auch ein bisschen seine linke Gerade, die jetzt dann doch wieder kam. Sobald Kalle Heistermann seine linke Gerade bringt, sieht er immer gut aus. Zwei linke gerade jetzt wieder zum Kopf von Werner Pelz. Ja, diese linke gerade wird dem Werner Pelz überhaupt nicht schmecken. Schöne Kombination jetzt von Kalle Heistermann. Schöne Kombination und Werner Pelz ist angeschlagen. Er steht in der Ecke. Kalle Heistermann setzt nach und Werner Pelz hält fest. Ja, Kalle Heistermann, jetzt will er es wissen. Tja, vielleicht erkennen Sie die lautstarke Stimme im Hintergrund. Das ist Graziano Rocchigiani. Schöne linke Gerade jetzt. Und noch eine linke Gerade. Karl-Heinz Heistermann muss einfach bei seiner Linie bleiben. Denn dazu ist Werner Pelz einfach noch zu gefährlich. Schöne rechte Gerade jetzt. Und Werner Pelz ist am Boden. Ist das Ende des Kampfes? Der Ringrichter zählt. Werner Pelz steht wieder. Halle, nicht heilen. Der Ringrichter gibt den Kampf nochmal frei. Kalle Heistermann setzt jetzt alles auf eine Karte. Er will den Kampf in dieser vierten Runde entscheiden. Ende der vierten Runde. Kalle Heistermann. Klar. In Führung des Kampfes. Die Hälfte ist vorbei. Werner Pelz in dieser vierten Runde schwer angeschlagen. Er hatte Mühe, sich über diese Runde zu retten. Die fünfte Runde wird angezeigt vom Nummerngirl. Vielleicht ist das die letzte Runde in diesem Kampf. Wenn Karl-Heinz Heistermann seine Linie behält, gerade linke, rechte, gerade boxt, dann sieht es schlecht aus für Werner Pelz in dieser fünften Runde. Ringfrei Runde 5. Werner Pelz lässt sich sehr, sehr viel Zeit, um aus Zeit aufzustehen. Da wirkt mir doch schon etwas müde jetzt. Und wieder schöne linke Gerade. Eine schöne Linke. Werner Pelz kommt im Laufe dieses Kampfes doch immer mehr und mehr in Bedrängnis. Ja.
Und Werner Pelz auf dem Knie. Es sieht so aus, als hat er keine Lust mehr, diesen Kampf weiter aufzunehmen. Er ist körperlich und konditionell einfach am Ende. Wird angezählt. Der Ringrichter gibt diesen Kampf noch einmal frei. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf noch sehr lange dauern wird. Ein paar klare Treffer noch jetzt von Karl-Heinz Heistermann. Und der Kampf wird zu Ende sein. Schöne Rechte zum Körper. Wiederum muss Werner Pelz zu Boden. Ich nehme an, das wird dieses Mal das Aus sein in diesem Kampf, wenn der Ringrichter oder der Trainer ein Einsehen hat. So wie ich es gesagt habe, ist es gekommen. Der Kampf ist zu Ende. Sieger durch technischen K.O. in der 5. Runde, Karl-Heinz Heistermann. Damit also ein gelungenes Comeback für Kalle Bomber Heistermann aus Berlin. Tja, und von hier aus, von mir aus, einen herzlichen Glückwunsch an Kalle Bomber Heistermann. Jetzt wissen wir endlich wieder, warum wir in die Hasenheide gehen. Beim nächsten Mal werden wir mit Sicherheit Kalle um die deutsche Meisterschaft gegen Jasmann boxen sehen. Sind wir drauf, ja? Also erstmal herzlichen Glückwunsch, Karl-Heinz Heistermann, für das gelungene Comeback. Und wie die Zuschauer sicher auch alle sagen, für einen super Kampf heute hier in der Hasenheide, obwohl du so lange warten musstest, was ja sicherlich auch ein paar Nerven heute gekostet hat. Aber das Training hat sich doch bezahlt gemacht und die Quälerei, oder? Also in dem Augenblick hat sich die Quälerei auf jeden Fall bezahlt gemacht, weil die Euphorie gewonnen, alles wunderbar. Aber während der Trainingsphase, da kommen noch oft Zweifel, warum, wofür. So, jetzt weiß ich's, ein Sieg mehr in meinem Startbuch. Ja, was mir heute aufgefallen ist, dass die linke gerade, also kann man schon sagen, die war schon klasse. Die kam mir gestochen und alle, obwohl es am Anfang so ein paar Startschwierigkeiten hier gab mit der linken. Einzige, was man vielleicht noch bemängeln könnte, ist, dass die rechte ein bisschen von außen kommt. Aber man kann ja nicht alles auf einmal lernen. Und was sagst du zu deiner linken? Ja, die linke, hat man ja gesehen, hat Erfolg gehabt. Sicherlich technisch ist noch viel zu arbeiten an meinem Stil, aber mit meinem Fleiß im Training werde ich das schon schaffen, Ralf. Ja, und was sagst du jetzt nun zu Werner Pelz? Wurde ja viel gesprochen über Werner Pelz. Ist er nun ein alter Opa oder ist er stark? Ich meine, er hat gegen Jasmann geboxt, ist immer über die Runde gegangen, immer hat er es bis zur 9. Runde geschafft. Wenn man selber mit so einem Mann im Ring steht, merkt man eigentlich am besten, was kann er, was kann er nicht. Körperlich, er war körperlich bärenstark, ein bärenstarker Mann, durchtrainiert, trotz seines Alters, was heißt trotz seinem Alters, also er war bärenstark und hat gefightet. Ich war heute besser. Alles klar, Kalle. Mehr wollte ich eigentlich nicht wissen. Ich möchte noch mal gratulieren. Schönen Dank für das Interview. Vielleicht bleibst du noch einen kurzen Augenblick hier. Werner, du hast ja Kalle diesmal nicht trainiert. Standst ja mehr oder weniger jetzt, würde man sagen, nur in Anführungsstrichen in der Ecke. Der Uwe Ulmer hat ja trainiert. Was sagst du denn zu Kalles Kampf? Also ich bin sehr zufrieden eben. Der Stil war sein Vernichtungsstil. Konditionell war er sehr gut drauf. Und ich glaube, es wäre noch ein riesen Endspurt gekommen von Kalle, wenn ja jetzt nicht der Ringrichter abgebrochen hätte, dass er dann noch eindrucksvoll durch K.O. gewonnen hätte. Aber ich bin selbst zufrieden, dass der Ringrichter abgebrochen hat, weil wir wollen ja nicht einen Mann vollkommen kaputt schlagen. Ja, das Schöne an Kalles, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das Schöne an Kalles Kampf heute war ja eigentlich, dass er eben nicht die Holzfäller-Methode angewandt hat, sondern dass er durch boxerische Mittel, sprich die linke Gerade, eigentlich diesen Kampf entschieden hat. Und auf der linken Gerade hat er eigentlich seinen Kampf heute aufgebaut. Und das fand ich eigentlich das Überraschende an Kalle heute. Ja, ist vollkommen richtig. Bloß es fehlte dann immer noch, die linke hat er hervorragend gebracht, die hat er auch vollkommen getroffen. Aber es fehlte dann wirklich die knallharte Rechte noch dahinter. Und da sehen wir jetzt, wo wir dran zu arbeiten haben. Gut. Die Ernte braucht auch alle seine Zeit. Also tschüss, auf Wiedersehen, danke. Tschüss.